Dritte Revision beim Bundessozialgericht wegen Zurechnungszeit für Bestandsrentner anhängig. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe es auf Rentenbescheid24.de schriftlich schon niedergelegt. Seit dem 14. Juni 2021 ist ein drittes Revisionsverfahren beim höchsten deutschen Sozialgericht zum Thema Zurechnungszeit bei einer Erwerbsminderungsrente anhängig. Um was geht's? Die Klägerin wollte eine Erhöhung der Zurechnungszeit haben von aktuell 62 Jahren oder von damals 62 Jahren auf das 65. Lebensjahr. Und zwar wollte sie, dass die Rechtsänderung im Jahr 2018 zur Erweiterung der Zurechnungszeit für sie gleich sofort auf das 65. Lebensjahr hochspringt. Um was geht es dabei eigentlich? Wir haben viele Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, die vor dem Jahr 2018 oder vor 2019 eine Erwerbsminderungsrente bekommen haben. Und da gibt es Rechtsregelungen zur Länge der sogenannten Zurechnungszeit. Die Zurechnungszeit ist eine besondere rentenrechtliche Zeit. Dafür bekommen Sie durchschnittliche Entgeltpunkte und das erhöht dann sozusagen ein bisschen oder ab 2019 sogar ein bisschen viel Ihre Erwerbsminderungsrente. Und bis zum Jahr 2018 galt die Regel, Zurechnungszeit bei Beginn vor 2018 bis zum 62. Lebensjahr. Nach 2018 stufenweise Anhebung der Zurechnungszeit vom 62. Lebensjahr bis zum 65. Lebensjahr. Und weil der Gesetzgeber Langeweile hatte, hat er im Jahr 2019 noch eine Neuregelung getroffen, hat gesagt, alle EM-Renten, die nach dem 31.12.2018 beginnen, da steigt die Zurechnungszeit glatt von 62 Jahre und 3 Kalendermonate auf das 65. Lebensjahr und 8 Kalendermonate und jetzt stufenweise dann bis zum 67. Lebensjahr. Und viele tausende Rentnerinnen und Rentner warten auf eine Entscheidung des BSGs über die Frage, ob in der Tat die neue Zurechnungszeit 2018 oder 2019 auf Bestandsrenten, die vor 2018 oder 2019 begonnen haben, Anwendung finden kann. Und zwar unter der Maßgabe der Anwendung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes. Und das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat das in einer schriftlichen Urteilsbegründung abgelehnt und hat gesagt, dass es sowas nicht gibt, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen. Wir warten die Entscheidung des BSG ab und wir hoffen, dass sie positiv ausfällt, denn das würde nämlich bedeuten, dass viele der betroffenen Rentnerinnen und Rentner, die wirklich eine kleine EM-Rente haben, eine deutlich höhere EM-Rente haben könnten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.